ZDF-Intendant Thomas Bellot will sich nicht um eine dritte Amtszeit bewerben. Das teilte die öffentlich-rechtliche Anstalt auf Anfrage der deutschen Presseagentur am Dienstag mit. Damit hört Bellot nach seiner zweiten Amtszeit im März 2022 auf. Der 65-Jährige steht seit März 2012 an der Spitze des zweiten deutschen Fernsehens. Bellot sagte in einer Mitteilung, die kommenden 12 Monate bieten noch zahlreiche Herausforderungen. Corona, Digitalisierung, die Finanzausstattung des ZDF, die Wahlberichterstattung, um nur einige zu. Am 15. März 2022 ist es dann nach 40 spannenden Jahren im Mediengeschäft Zeit für einen neuen als Intendant des Bellot für die gesamten Geschäfte des ZDF samt der Gestaltung der Programme verantwortlich. Für das ZDF sind rund 3.500 festangestellte Mitarbeiter tätig. Der Intendant wird vom Fernsehrat auf die Dauer von 5 Jahren gewählt. Die Vorsitzende des Fernsehrats, Marlene Thieme, lobte Bellot dafür, wichtige Weichen für die Digitalwelt gestellt und dem ZDF Halt gegeben. Sie dankte ihm für die frühzeitige Ankündigung seines Abschieds und erklärte, der Fernsehrat werde am 9. März das weitere Verfahren festlegen. Eiken, der Spiegel.